Hallo Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nur ein ganz kurzes Video als Experiment für euch zum Zeigen, weil wir ganz viele Fragen bekommen, wie man am besten Bläschen aus dem Resin rausbekommt. Gerade wenn man jetzt nicht flach purt, sondern ein bisschen höhere Schichtstärken hat, dass da keine Bläschen drin sind. Relativ einfach. Ich zeige euch das hier an einem farblosen Resin, also dem Resin selbst. Wenn ihr das macht und benutzt Farbe, Pigmente mit in eurem Resin, dann erst eure Pigmente oder Farbe in das Resin reintun und dann später die Abläufe machen. Würde ich jetzt hier schon Farbe reintun, seht ihr dann einfach den Schritt 2 nicht mehr, weil dann die Farbe ja die Sicht blockiert. Deswegen jetzt das klare Resin. Ihr mischt euer Resin ganz normal an, wie ihr es gewohnt seid. Und je nachdem, wie kalt es in eurem Studio oder Zimmer ist, werdet ihr mehr oder weniger Bläschen in eurem Resin drin haben. Das heißt, je kälter es ist, desto dicker wird das Resin sein, desto mehr Bläschen bekommt ihr auch wenn ihr wirklich langsam rührt. Ne? Wenn ihr langsam rührt, werden es zwar weniger Bläschen, aber gerade jetzt hier, ich habe auch unser Resin etwas kälter gemacht, damit es entsprechend die Wirkung hat. Und der einfachste Trick ist, ganz simpel, dass ihr eure Mischung danach in ein Wasserbad stellt. Das hat den Vorteil, dass euer Resin dadurch wärmer wird. Und wenn es wärmer wird, gehen die Bläschen auch viel schneller raus, also steigen nach oben. Und ihr bekommt euer Problem in relativ kurzer Zeit auch los. Wenn ihr den Prozess noch beschleunigen wollt, könnt ihr euer Resin auch in ein Wasserbad stellen, bevor ihr es zusammenmischt. Also die Flaschen selber, damit es flüssiger wird, mischt es dann zusammen, verrührt es und stellt es dann nochmal in ein Wasserbad. Dann gehen die Bläschen wirklich auch recht schnell raus. Das ist jetzt die Mischung. Wie ihr sehen könnt, sind da wirklich viele Bläschen drin. Ich stelle das jetzt hier in ein Wasserbad. Ungefähr 10 Minuten. Lasse euch das im Zeitraffer anschauen und achte darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist. Also es sollte natürlich wärmer sein als die Hand zum Beispiel, aber es sollte jetzt nicht kochen oder so. Das wäre zu viel des Guten. Also einfach aus dem Wasserhahn und dann das Wasserbad vorbereiten. So, 10 Minuten sind ungefähr um. Ich gehe mit dem Brenner noch mal kurz drüber, um die Bläschen, die oben drauf sind, wegzubekommen. So. Und das ist das Ergebnis. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich kann das natürlich nicht zu schräg halten jetzt. Aber die Bläschen sind so gut wie alle raus. Wenn man das noch länger stehen lässt, gehen natürlich noch mehr Bläschen raus oder das Wasser ab und zu noch mal wärmer macht zwischendurch. Aber so ist es eine gute Möglichkeit, Bläschen rauszubekommen. Und wenn ihr das Resin dann gepurt habt, also auf eurem Kunstwerk, dann auch wie gewohnt noch mal mit dem Brenner drüber gehen, um die restlichen Bläschen rauszubekommen. Ich hoffe, dieser kleine Trick hat euch geholfen, das Problem zu lösen. Wenn Fragen sein sollten, wie immer in die Kommentare schreiben. Oder falls ihr vielleicht noch Tipps und Tricks auf Lager habt, wie man Bläschen rausbekommt oder andere Tipps und Tricks im Umgang mit Resin, schreibt sie gerne rein. Die Zuschauer freuen sich bestimmt darüber, das zu lesen. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Kreieren und bis bald!